starten wir in die langfristig geplante Pressekonferenz. Herzlich willkommen den anwesenden Damen und Herren dazu. Die Besonderheit des Spiels heute und auch das große Interesse, nicht zuletzt auch dokumentiert durch die 710 Zuschauer heute, haben wir uns kurzfristig entschlossen, hier mal eine Pressekonferenz zu machen. Tolor FC Greif gegen FSV Einheit Ueckermünde. Endstand 3:0 heute, das erste Punktspiel nach 26 Jahren in dieser Form. Ein klarer Sieg für die Greifen. Ich begrüße den Trainer, freue mich auch ganz besonders. Thorsten, dass wir uns mal hier begegnen. Thorsten, wir gehen ganz herzlich. Und ja. Tommy Gregorczyk, herzlich willkommen bei den Trainern. Ja. Thorsten, würde ich dich bitten, das Spiel deiner Mannschaft kurz einzuschätzen. Erstmal. Glückwunsch an Tommy mit seiner Truppe, dass sie die Tabellenführung verteidigt haben. Dann können wir hier sein dürfen. Ist lange her, dass wir hier waren zum Punktspiel. Ja, Spieleinschätzung ist ja relativ schnell gemacht. Wir wollten uns nicht verstecken. Wir gehen natürlich mit einer relativ defensiven Variante in die Spiel. Ist ja allein schon, dass wir unseren Torjäger damit auf die Zehnerposition holen. Ist klar, wir wussten, das greift natürlich mit ganz, ganz schnellen Außen agiert. Unser Plan war natürlich, wenn Schimmelfennig von Anfang an gespielt hätte, der relativ langsam ist, ihn da unter Druck zu setzen. Das hat natürlich unser Konzept so ein bisschen kaputt gemacht, dass Tommy ihn draußen gelassen hat, warum auch immer. Er kam vielleicht, aber vielleicht wusste er auch. Aber wie gesagt, unsere Idee war, Schimmelfennig da anzulaufen, relativ schnell und dann probieren, über einen schnellen Konter, wie schnell Außen was zu machen. Ging nicht auf, 11. Minute, glaube ich, 1-0. Ja. Klar angesprochen, Greif trainiert kurze Ecken, Greif spielt kurze Ecken, die kurze Ecke wird verlängert auf den zweiten Pfosten. Besprochen, leider nicht verteidigen können. Robert macht da sein Tor, ist ihm zu gönnen. Ich freue mich für ihn noch ein bisschen, war lange verletzt, dass er wieder dabei ist. Ja, danach machen wir einen Fehler, der macht keine C-Jugendmannschaft. Wir gehen zweimal auf den Boden und ein weißlicher Mann wie Juszczak, glaube ich, ne? Juszczak sieht so eine Aktion, holt sich da raus den Elfmeter, steht 2-0. Sind die Köpfe ein bisschen unten, aber wir bleiben eigentlich relativ offensiv, weil Greif auch nicht so wirklich in der Mitte Ordnung kriegt. Und dann haben wir natürlich mehr als eine dicke Chance mit dem Elfmeter. Da in 2-1, vielleicht kommen wir noch mal zurück, vielleicht wackeln sie noch mal. Sie haben natürlich auch das Selbstvertrauen in vielen Zweikämpfen, gerade Schemmuda in der Mitte und so, da sind die Tabellenführer, das sieht man in den Zweikämpfen. Dann kommen wir vielleicht noch mal zurück zum 2-1, danach haben wir, glaube ich, sind wir fast noch dichter dran wie Elfmeter. Und beide Male hält natürlich hier der Fels in der Brandung die Nummer einfach mal fest. Ja, dann gehen wir mit 2-0 eine Pause, stellen ein bisschen um auf 3-5-2, nehmen Zelle nach vorne, denke, sind ganz gut im Spiel, denn kacken wir in der 60. so ein bisschen kraftmäßig ab. Ist natürlich auch der Sache geschuldet, wie wir uns unter der Woche auf so ein Spiel vorbereiten können. Viele von uns sind gar nicht beim Training oder Arbeitsschichten oder kommen direkt vom Bau. Es ist eben eine andere Situation, die Greif hat, aber ist halt so. Deshalb stehen sie irgendwie unten. Dann kriegen wir da 3-0. Eigentlich sind dann noch Chancen da für 4-5-0, wenn ich allein an Schemmuseide denke, da aus 2 Meter Entfernung oder hier der Vierer der Schenkel. Ja, dann kommen wir nochmal ins Spiel, haben eigentlich nochmal den 100% zum 3-1, gleich danach die Situation durch Trautmann, wo er ganz allein auf dem Tor wieder zuläuft. Kraft der Muskulatur, kann ich weiterlaufen, muss man 18 Meter schießen. Das sind so Klassiker, die so im Spiel dazukommen. Ja, dann kam Greif, denke ich mal, wenn der Tür ausfällt, fällt der Tür aus. Aber uns haben wir auch deutlich gesehen, in der 70. der Akku alle war. Trotzdem haben wir auch nochmal 2000%ige Torchancen, die von Carsten und von Clemi. Dann sind wir in Summa Summarum sind wir hier bei 5000%igen Torchancen, haben leider kein Tor und deshalb stehen wir unten. Das ist leider so. Aber wir können auch nicht wirklich ändern, wir probieren alles. Ich denke mal, man hat gesehen, dass meine Mannschaft bereit war für diese Derby, dass wir so ein Zuschauermagnet sind, freut uns ja. Man hatte gleich mal wieder 700 Zuschauer, sind wir gerne dabei, vielleicht teilt ihr die Klasse mit uns. Nein, aber alles gut. Ja, wir wussten, dass es schwer wird. Tommy seine Truppe hat am Ende verdient gewonnen, aber wir mit ein bisschen Glück, wenn der Fußballgott mal sich auf unsere Seite schlägt, vielleicht passiert ja mal irgendwann, nehmen wir hier einen Punkt mit und dann hätten wir eigentlich auch... Vielleicht hätte man sogar verdient, Punkte mitzunehmen, aber wie gesagt, Tommy ist, die stehen oben. Tommy trainiert viele Abläufe, man sieht da, die öffnen viele Diagonalen bei, die wir nicht verteidigen können. Ist natürlich eine ganz andere Liga, wo sie hinwollen, wo wir sind. Aber egal, wir haben verloren, muss weitergehen. Nächste Woche haben wir Anker Wismar, wird nicht unwesentlich leichter. Unser Platz ist genauso groß, aber wir werden nicht aufgeben. Für uns ist das ein Abenteuer. Wie gesagt, wir sind gerne hier, ihr seid gute Gastgeber nach wie vor. Ich habe mit Tommy guten Draht, wir sehen uns öfter beim Training. Er trainiert meinen Sohn, also alles ist gut. Also da muss man auch nichts rein interpretieren, wenn ich drin bin. Gute Einschätzung, die Sachen mit dem Geldheim gebe ich an den Kassenwart weiter. Das wäre das hätten wir nicht geteilt. Gut. Okay, ja. Das Geld wird nicht geteilt. Okay, dann freuen wir uns. Wir ja auch nicht. Auf die Stimme unseres Trainers. Bitteschön. Ja. Erstmal, ich möchte so
Danke sagen für nette Worte von Thorsten und danke unseren Zuschauern. 710 Zuschauer natürlich ist schön und die ganz andere Atmosphäre. Für uns war auch so ganz andere Atmosphäre in Woche, in Trainingswoche. Da ich hatte auch nicht so einfache Situationen in der Woche, da Schirme war richtig krank und eine oder andere war auch nichts im vollen Training. Deswegen war auch von Anfang an solche Aufstellung, ich glaube. Da war die Mannschaft war auch gut aufgestellt von Anfang an. Für uns war auch wichtig, weil das in Derby, wir haben zwei Heimspiele, wir wollen auch so schöne Fußball zeigen für die Zuschauer, das eine oder andere kommt mehr ins Spiel jetzt gegen, hoffentlich gegen Neustrelitz. Wie für Gegner war diese, besonders dieses Spiel, wir wissen auch, da einige Spieler waren auch bei mir in C-Jugend oder B-Jugend, viele Spieler aus Torgelow, Torstel, auch selber aus Torgelow und da ist immer besonders Atmosphäre, da war auch zu sehen, wir waren ein bisschen nervös in den ersten 10 Minuten, da eine oder andere Situation, wir müssen einfach besser spielen. Kurze Variante, wir hatten vor dieses Spiel, hat diese kurze Variante einmal geklappt mit Standards, da ich freue mich für diese Sache in erster Halbzeit. Normalerweise wir müssen mehr Tore machen, wo Alexander Grosch war vor 5 Meter vor Tor. Ich zähle nicht diese Situation, welche war in zweiter Halbzeit. Für mich ist auch wichtig, wie hinter wir haben gestanden. Natürlich war auch Fehler und der Gegner hat Riesenchance, auch mit diesen 11 Meter, wo Michael Kotula soll nicht solche einfache Foul machen. War klare Foul. Trotzdem Martin hat gehalten. Für Martin war auch ein schönes Spiel. Er hat gut hintergestanden, hat auch gezeigt, so pass auf, zurzeit ich bin Nummer 1 hier in diese Mannschaft. Natürlich, wir geben so weit wie möglich auch Nico Bartz Chance zu spielen. Jetzt, ich freue mich für die nächste Aufgabe, so ein Pokal in Australien ist immer ein besonderes Spiel für uns. Hier solche Gegner haben auch jetzt zurzeit zwei Klasse höher. Ich wünsche auch natürlich so ganze Mannschaft, ganze Verein, so viele wie möglich Punkte, Thorsten. Und ich hoffe, das kommt hier raus aus dieser Unterintervalle. Ja? Dankeschön. Fragen an die Trainer? Keine Fragen. Tomek, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum Spiel gegen Neustrelitz. Sicherlich ein Highlight gegen eine Mannschaft, wo wir große Schlachten geschlagen haben, sind sie zwei Klassen höher. Wir sind sicherlich die Außenseiter. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Position. Ja klar, das sowieso morgen, ich bin da bei diesem Spiel gegen BAK mit meiner Co-Trainer, mit Martin, wir fahren da beobachten, das ist keine Top-Secret. Ganz kurz, wir fahren da gucken Gegner. Ich glaube so, das liegt viel bei Mentalität. Wir sind oben, zurzeit ist super Stimmung in Kabine, auch auf Platz, läuft alles zurzeit gut. Und Gegner hat nicht so komfortable Situation vor diesem Spiel. Vielleicht Trainer will auch noch ein oder andere Spieler, welche spielen nicht so oft in der Regionalliga, Chance geben zu spielen, das ist noch für uns große Chance, aber wir wollen ganz normal spielen, wie immer, wir ändern nichts ganz, ganz viel vor diesem Spiel. Für mich ist auch so ein schönes Spiel, weil ich als so Trainer und auch als Spieler, ich habe noch nichts gegen Neustrelitz verloren. Ja. Optimistische Worte des Trainers, denke ich, und ein gutes Grund vielleicht für nächste Woche. Klar, gut, vielen Dank, dass du hier warst, Thorsten. Alles Gute für dein Team und unserer Mannschaft nächste Woche. Viel Erfolg. Danke. Ja. Tschüss. Wenn ein Spiel geht ums Verlieren, braucht man ja noch.